geht's ums Geld. Das nervt. Das Geld ist. Das Geld ist wie eine Hure. Jeder soll in seinen Schoß. Und fährst du erstmal darauf ab, dann lässt dich nicht mehr los. Seine Zuwälder nennen dich Geldberater, sein Modell heißt vornehm Bank. Und wer das jetzt für übertrieben hält, der war noch nie vollkommen blank. Und zwischen allen Menschen, da schiebt es eine Wand. Keiner sieht den anderen mehr, nur seinen Kontostand. Und zwischen allen Menschen, da schiebt es eine Wand. Keiner sieht den anderen mehr, nur seinen Kontostand. Es gibt jetzt zweierlei Bürger in unserer schönen Welt. Die meisten haben Free TV, die anderen eben Geld. Und viele, die nicht direkt rankommen, sind im Onanieverein. Für ganz wenig Kohle gibt's fast schon täglich einen neuen Lottoschein. Und zwischen allen Menschen, da schiebt es eine Wand. Keiner sieht den anderen mehr, nur seinen Kontostand. Und zwischen allen Menschen, da schiebt es eine Wand. Keiner sieht den anderen mehr, nur seinen Kontostand. Dies Ding hier habe ich nicht gemacht, damit es euch gefällt. Der Grund dafür war einfach, ich brauchte dringend Geld. Denn das Geld ist auch eine Droge. Gönnt jedem einen Zug. Und fährst du erstmal darauf ab, dann kriegst du nie genug. Und fährst du erstmal darauf ab, dann kriegst du nie genug. Dann kriegst du nie genug. Das Geld ist wie eine Hure. Soll in seinen Schoß. Und fährst du erstmal darauf ab, dann lässt dich nicht mehr los. Das Geld ist auch eine Droge, dann jeder einen Zug. Und fährst du erstmal darauf ab, dann kriegst du nie genug. Dann kriegst du nie genug.